Ja, einen schönen guten Abend Ihnen allen. Freue mich sehr, dass Sie zu unserer heutigen Veranstaltung ins Graz Museum gekommen sind. Mein Name ist Sibylle Dinesch, ich bin hier im Haus Vizedirektorin. Möchte gleich vorausschicken und um Ihr Verständnis bitten, wir werden heute viel improvisieren müssen. Wir haben einen Moderator, der noch auf dem Weg ist. Wir haben einen Beitragenden, von dem wir noch nicht wissen, ob wir das vorbereitete Video abspielen oder ob wir ihn direkt live zuschalten können. Bitte um Verständnis dafür. Wir werden trotzdem versuchen, einen spannenden Abend zu gestalten. Das Diskursfestival Wie wir leben wollen, ist Teil des Projekts zur Stadt das Datenfeld. Die Stadt das Datenfeld hat drei Teile: eine Ausstellung, einen Webauftritt und eben dieses Diskursfestival. Es ist ein Projekt, das im Rahmen des Kulturjahres 2020, das ins Jahr 2021 verlängert wurde, aus bekannten Gründen auch von der Stadt Graz mitfinanziert wurde und für dieses Kulturjahr entwickelt wurde. Wir haben uns vorgenommen, in diesem Diskursfestival, dessen zweite Veranstaltung heute stattfindet, die Themen, die wir in der Stadt als Datenfeld auf Basis der Arbeiten von Wilhelm Flusser darstellen, vertiefen wollen. Wilhelm Flusser hat mit seinem Werk vom Subjekt zum Projekt eine Utopie entworfen, Anfang der 90er Jahre, wo er darüber nachgedacht hat, wie eine Welt, die datafiziert ist, die technisiert ist, wie die ausschauen könnte. Und sein Zugang ist ein prinzipiell visionärer, utopischer. Er sagt, und ich hier zitiere ihn hier: Es geht um nichts weniger als die Realisierung von zwischenmenschlichen Beziehungen zum Konkretisieren der in diesen Beziehungen angelegten Möglichkeiten. Also geht es darum, wer wir in Zukunft sein wollen. Am heutigen Abend beschäftigen wir uns mit einem Entwurf zum Thema, mit den Entwürfen zum Thema Häuser. Wir haben als Gäste eingeladen Ivica Prinic, der uns dann eben zugeschaltet wird, ist ein Architekt, der nach seinem Studium an der ETH Zürich das ETH House of Science in Bamian, Afghanistan gegründet hat. Seit 2011 ist Ivica Prinic an der TU Wien, wo er 2015 promovierte. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Raumwahrnehmung im Zusammenhang mit konstruktivem Ausdruck. Dieser Keynote von ihm wollen wir eine gelebte Vision vorstellen. Wir dürfen dazu ganz herzlich begrüßen Marc Staszkiewicz, der Leiter des Wohnverbundes im Messequartier ist, der gemeinsam heute hier ist mit Elli und Jasmin, danke, Entschuldigung, die dann berichten werden von einem Konzept, das in Graz tatsächlich realisiert wurde, wo es um neue Formen des Zusammenlebens geht. Ja, ich darf gleich mein Wort weitergeben an Marc Staszkiewicz und an Jasmin und Elli, die uns aus ihrem Alltag berichten werden. Und im Anschluss daran werden wir Ivica Prinic zuschalten. Nach den Beiträgen und Vorträgen laden wir Sie dann noch ganz herzlich ein, mit uns zu diesem Thema zu diskutieren. Ja gut, herzlichen Dank auch für die Einladung. Ja, ich darf so ein bisschen erzählen von Erfahrungen, die wir vielleicht gemacht hatten. Vorweg darf ich vielleicht kurz sagen, dass ursprünglich auch ein anderer Speaker davor gesehen ist und ich da ein bisschen anderen Fokus noch auf den Folien habe. Ich werde einfach da auch ein bisschen improvisieren.
Die Ausstellung geht ja sehr stark auch um die Zukunft und aber auch um die digitale Welt und die digitale Stadt. Und ich habe sozusagen meinen kurzen Input so unter eine Überschrift gestellt und habe sie bezeichnet, der digitale Fortschritt oder technische Fortschritt als Mittel für ein möglichst inklusives Wohnen. Wie Sie schon gehört haben, leite ich einen Wohnverbund für Menschen mit Behinderung zentral in der Stadt. Und da werden wir uns jetzt mal kurz auch hinbewegen. Vorweg möchte ich Sie aber auch ein bisschen so ins Bild bringen, was eigentlich Inklusion ist aus unserer Sicht. Und wir haben das ja auch gerade schon in der Vorankündigung gehört, wie wichtig soziale Interaktion da auch ist. Und ich darf das vielleicht so ein bisschen verkürzt vorstellen, was ich da selbst mal in einer Definition in einem Buch gebracht habe. Inklusion ist letztendlich die bestmögliche Teilhabemöglichkeit aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Und Möglichkeit heißt halt auch, es ist eine Möglichkeit. Also man kann sie nutzen, man muss es nicht, aber man sollte die Möglichkeit dazu haben. Und da vertrete ich schon die These, dass das eigentlich auch im Interesse, objektiv im Interesse aller Menschen ist und insofern gar nicht so ein spezifisches Thema für uns ist, sondern eigentlich ein ziemlich visionäres Ziel. Ja, jetzt blicken wir so ein bisschen mal abstrakt in diesen Wohnverbund, der halt hinter der Grazer Messe gelegen ist, mit über 1000 Menschen, die dort leben, wohnen. Und ich habe so ein paar Logos da so draufgeschmissen, damit Sie einfach ein bisschen sehen, in diesen Häusern, wo wir da auch, oder Lebenshilfe steht, verteilt sozusagen sind, gibt es auch ganz viele andere soziale Träger von Jugend am Werk, Promentreha, aber auch ganz viele normale Wohnungen, wo Menschen einfach wohnen. Ja, ist ein ganz interessantes Objekt mit einem Pool auf dem Dach und mit einem Café und auch Sportmöglichkeiten. Und wie man da so ein bisschen auch auf dieser Grafik sehen kann, auch viele Flächen der Begegnung. Genau, Fitnessstudio auch, genau. Was sicherlich so ein bisschen was Besonderes an diesem Objekt ist, aber auch dann so die Brücke zu dieser ganzen digitalen Zukunft irgendwo vielleicht bringt, ist, dass dort sehr viel Vernetzung eigentlich über digitale Medien stattfindet. Es gibt dort einen Nachbarschaftsverein, da bin ich Hauptmann von, und da gibt es wirklich große Gruppen, ich kann jetzt die Zahl gar nicht ganz genau lesen, aber es sind über 300 Nachbarn, die so in dieser Facebook-Gruppe zum Beispiel sind, da gibt es so eine eigene Flohmarkt-Gruppe und das ist eine Möglichkeit auch der Kontaktanbahrung aus meiner Sicht, ja? Also wo viel einfach so stattfindet, wo Leute sich austauschen. Natürlich gibt es da auch Themen, die vielleicht nicht so schön sind, aber auch viele einfach nette Geschichten, zum Beispiel, ich brauche eine Kopfschmerztablette, wie hat eine, und dann wird gepostet und in 10 Minuten hat jemand gepostet und man kann sich das dort abholen. Ich mache jetzt Yoga in dem Gelände, wer hat Lust mitzumachen? Also wo Austausch stattfindet, wo Kooperation stattfindet, wo Leute sich helfen. Und diese Flohmarktseite hat sich dann auch so entwickelt, also wo Leute was zu verschenken haben. Und wir selber auch als Wohnverbund haben dadurch auch viele wirklich reale Kontakte auch gehabt. Also beispielsweise wurden wir mal angefragt, Waschmaschine war kaputt, und haben sie gehört, gut, gehen wir mal davon aus, dass die Lebenshilfe Waschmaschinen hat, wurden wir halt angefragt, dürfen wir mal Wäsche waschen. Ne? Und das wird dann ermöglicht. Gell? Und jetzt sehen wir so ein bisschen rein, zu was es auch führen kann. Also wie gesagt, dieser Verein auch ist sehr digital eigentlich geführt, diese Vernetzung. Das kann zum Beispiel in sowas enden, das wird so ein Sommerfest, gar nicht von uns oder von irgendjemandem anderen dort, sondern eigentlich aus der Gemeinschaft organisiert, wo mehrere hundert Menschen dann dran teilnehmen und sozusagen da auch diese Gemeinschaftsfläche ganz anders nutzen und bespielen. Ne? Da sieht man schon so ein bisschen vielleicht dann auch zu nachfolgenden Vorträgen eine gewisse Brücke, dass das natürlich auch was relativ Innovatives ist, wenn es Begegnungsflächen gibt. Ja, man kann so ein bisschen sagen, es ist so eine kleine Stadt in der Stadt, die sich so entwickelt und auch so ein bisschen ein Bewusstsein der Menschen, was sich so herauskristallisiert hat, dadurch, dass sie gemeinschaftlich eingezogen sind. Natürlich gibt es dann auch Wechsel, aber
ja, wo man so ein gewisses Bewusstsein hat, das ist halt das Messequartier und da gibt es dann halt so und so viele Leute, die das auch gut finden, wenn das sozial funktioniert. Bei allen Problemen, die es natürlich sonst auch im nachbarschaftlichen Leben mal geben kann. Also die Themen sind überall die gleichen, sage ich mal, aber sie können dann anders bespielt oder belebt werden. Ja, da sieht man einfach auch, wie das so diese aktive Gestaltung ist, was auch unser Part irgendwo ist. Wir wollen da auch mal sozusagen uns dann beteiligen, ob es jetzt beim Aufbau ist, vielleicht beim Musikprogramm, beim Tanzen, beim Ausschank und so weiter. Genau, und als nächstes wollte ich so ein bisschen entführen, dann nochmal in unsere digitale Welt. Da habe ich auch gemerkt, das hat sich enorm geändert. Als ich sonst als 97 im Behindertenbereich angefangen habe, haben wir sehr wenig mit Technik gehabt und heute schon auch viel, was es technisch gibt. Wir sehen da zum Beispiel so einen Talker, also auch ein Gerät, mit dem Menschen, die sonst nicht verbal sprechen können, kommunizieren können. Also wir haben inzwischen viele Smartphones, was vorher gar nicht zu denken war, viele technische Hilfsmittel. Unsere Lebenshilfe hat zum Beispiel auch eine eigene Suchmaschine mal entwickelt für Menschen mit Behinderung, weil man halt auf der Welt von Google und Co. schnell auch untergehen kann. Man findet zu viel. Und genau. Die nächste Folie ist fast ein bisschen erschreckend, aber auch vielleicht dann wieder in die Zukunft weisend, wenn wir uns angucken, wie die Nutzung von digitalen Medien oder auch vom Internet ist. Das ist eine Befragung, die Lebenshilfe Soziale Dienste GmbH durchgeführt hat mit einem Menschenrechtsbüro. Und wenn wir Menschen ohne Behinderung angucken, sind nur 2,13%, die digitale Medien gar nicht nutzen. Bei Menschen mit Behinderung ist es noch eine ganz andere Zahl, nämlich 44,8%. Also haben wir schon auch einen großen Auftrag, wo wir einfach sehen, wenn Gesellschaft auch digital wird und wenn wir dieses Ziel haben, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben, müssen wir da auch viel in diese Richtung hinschauen. Ne? Genau. Das ist nochmal eine andere Folie, die da auch nochmal so ein paar dieser Ergebnisse letztendlich zeigt, die ja, auch bei älter werdenden Menschen ist es ein ganz ähnliches Phänomen, dass da wenig von diesen Sachen genutzt wird. Ja. Jetzt versuche ich so ein bisschen die Brücke in die Zukunft zu bringen. Lassen wir mal aus, was so wichtig wäre. Ja, auch das ist zum Beispiel, dieses Bild ist auch ein Beispiel, was so entsteht aus digitalen Nutzen. Wir haben da mal so zum Beispiel so ein perfektes Dinner mal organisiert, wirklich über diese sozialen Medien beworben. Wer möchte mitmachen, gemeinsames Kochen und auch wieder treffen. Ne? Weil natürlich auf der einen Seite ja, die Vereinsamung gesellschaftlich enorm zunimmt, ne? Auch durch die Wohnform, die es irgendwo so gibt. Man kann sehr anonym wohnen in solchen großen Objekten, aber es ist auch möglich, da Potenziale zu nutzen, wenn Menschen zusammen wohnen oder nah beieinander wohnen. Hier wollen wir jetzt nicht alles wiedergeben, aber wenn man wirklich in die Zukunft denkt, ist, glaube ich, ganz, ganz viel auch an Nutzen möglich. Wir wissen das ja auch bezüglich technischen Geräte. Ich sage mal, da ist es heute schon wahrscheinlich möglich, dass man Fenster mit Sprache öffnet, beispielsweise für Menschen, die sonst ein Fenster nicht selber öffnen können. Ja. Und es gibt auch sonst sehr viel Interessantes aus unserer Sicht, was da zu entwickeln wäre. Wir haben zum Beispiel mal mit dem Joanneum Research kooperiert, da ging es um Begrünung von Dächern. Ne? Wenn man sich das anguckt, zum Beispiel im Alpha Tower, weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, da gibt es quasi Hochbeete, hochtechnologisiert, also mit technischer Überwachung, mit also wirklich optimaler, ja, Möglichkeit, um dort seinen Salat selber anzupflanzen, den man dann im Haus auch konsumiert. Also sind viele Dinge eigentlich in diese Richtung möglich. Und aus unserer Sicht ist sozusagen auch wirklich dieser technische Fortschritt ein Nutzen, ein möglicher Nutzen für die Inklusion, auch wenn es ja auch Bereiche gibt, wo jetzt im Moment noch nicht alle Menschen daran teilhaben. Was ist aus unserer Sicht noch wichtig oder interessant? Also ich glaube, in diesen städtischen Bebauungsbereichen, damit wirklich auch Teilhabe stattfinden kann, das haben wir hier auch gesehen in den Videos. Ich habe gleich gedacht, mal gucken, wie viel Grün jetzt gleich kommt. Ne? Und es ist auch sehr grün geworden 2050 in Graz. Und da haben wir sicherlich auch große Aufträge, ne, wo auch bei neuen Planungen mit überlegt werden muss.
vor ein paar Wochen war ich eingeladen bei der Technischen Universität. Da ging es auch ein bisschen um Zukunftsvisionen eigentlich unter dem Thema Age and Care. Und da gab es zum Beispiel von auch einem Architekten so die Überlegung, inwieweit man nicht auch in die Bauverordnung beispielsweise reinschreibt, dass die Bauträger eigentlich auch in diese soziale Verantwortung mehr rein müssen und sich sozusagen da auch engagieren müssen, also Räume zur Verfügung stellen, die aber auch teilweise moderiert werden, damit Gemeinschaft auch funktioniert. Ja, wenn Sie vorher dieses Bild da sehen, wie bunt das bei uns ist, also wir haben von SOS Kinderdorf, also eine Jugend-WG, bis Studentenwohnheim, betreutes Wohnen für Senioren und halt wirklich ganz viele Wohnungen, wo Familien, Einzelpersonen wohnen, wenn sowas gut funktionieren soll. Das ist so eine Erfahrung auch aus unserer Forschung, da braucht es Menschen, die dafür was tun und der Nutzen ist groß. Ja? Und also ich habe das mal selber dann genutzt, auch diese Erfahrung, was jetzt so soziale Medien anbelangt, als ich umgezogen bin, wir haben da auch einfach mal eine Facebook-Gruppe gegründet und haben allen Nachbarn gesagt, ach, kommt doch rein. Und oh Wunder, es war in kurzer Zeit, waren auch über 100 Leute, die jetzt darüber vernetzt sind. Also man kann das wirklich auch positiv, diese Dinge aus meiner Sicht nutzen. Und wenn man ein gemeinsames, gutes Ziel hat, nämlich ein gutes Ziel ist, ein gutes Zusammenleben und dazu gehören halt auch, da gehört auch ein Geben dazu, ne? Ein aktives Fürtun und natürlich auch muss das Ganze mit der Umwelt und der Welt irgendwo in Einklang sein, dass wir wirklich eine gute Lebensqualität haben. Jo. Ich würde schon enden und stehe dann hinterher noch gern zur Verfügung. Ja, gut. Dann Dankeschön. Ich kann insofern was dazu ergänzen. Ich habe auch mit Menschen mit Behinderungen zu tun. Einer davon wohnt in der Smart City in Graz und hat rund um sich herum lauter smarte Geräte, die fast alle nicht funktionieren, aber macht ihm nichts. Er ist froh, er hat sein Tablet vor sich und kann damit auch kommunizieren, was er auch nutzt und ergänzend zum Fernseher. Und der zweite wohnt woanders und ist jemand, der sehr, sehr reisefreudig ist und einfach unheimlich gerne das Internet nutzen würde und einfach immer wieder scheitert, weil das einfach für Leute mit Beeinträchtigungen unheimlich schwierig ist, ist mir aufgefallen. Also der kann zwar super Suchmaschinen finden, gibt Stichworte ein und findet dann irgendwas, aber ist dann verloren, weil er auf normalen Webseiten nicht mehr navigieren kann, weil das einfach für Leute mit Einschränkungen unheimlich schwierig ist. Da poppt was auf, da sind irgendwelche Dinge, die scrollen vorbei. Dann, also, das ist, also man müsste für Menschen mit Beeinträchtigungen einfach teilweise das Internet oder das Web neu erfinden, habe ich das Gefühl. Mit Apps am Handy und so weiß ich nicht. Also das ist vielleicht dort einfach, aber einfach das Websurfen und so ist einfach kaum zu machen, habe ich das Gefühl. Da gibt es ein paar Ansätze, also man, zum Beispiel ORF hat ja so Nachrichten in einfacher Sprache, das ist ganz toll, aber das ist halt sehr mühsam und sehr handgestrickt. Also das ist halt, die haben viel Geld und viel Einsatz dahinter, aber für normale Webseiten von Firmen oder touristische Webseiten unheimlich schwierig, meine Erfahrung. Danke für die Suchmaschine. Also ich muss Sie dann hinterher noch fragen, wie die Suchmaschine für Behinderte lautet. Das würde mich sehr interessieren. Ja, danke. Vielen Dank für den Kommentar. Aus der Arbeit, mit der ich zu tun habe, weiß ich, dass auf diesen Baustellen sozusagen viel gearbeitet wird und es ja nicht nur darum geht, barrierefreie Website-Angebote, für die es natürlich Standards gibt, bereitzustellen, sondern dass insgesamt die ganzen Interfaces, mit denen Mensch-Maschine-Kommunikation stattfindet, in einer starken dynamischen Entwicklung sind und allein die Sprachinterfaces, die jetzt bereits schon sehr gut sind und kommerziell auch in großem Einsatz sind, ermöglichen also allen Menschen, die zumindest einmal motorisch und visuell Schwierigkeiten haben, ganz andere Zugänge. Und ich kenne also Projekte, die sehr, sehr weitreichend personalisieren wollen, sozusagen, was auch mit unserem Thema Datenfeld wieder Probleme aufwirft, denn je genauer sozusagen
der User, die Userin dem Dienstleister, dem Bereitsteller bekannt ist, desto manipulierbarer wird er. Und gerade für sogenannte Vulnerable Persons sind Technologien, die auch Einfluss nehmen können auf deren sozusagen Stimmung, auf deren Meinung, auf deren Entscheidungsfindung, ja auch mit besonderer Sorgfalt zu betrachten. Aber da tut sich auf jeden Fall viel. Und ich finde eben es in der Überleitung jetzt zu dem Thema Architektur oder Häuser entwerfen, möchte ich ja daran erinnern, dass das barrierefreie Bauen ja auch noch nicht so lange etabliert ist. Ja, und dass wir sehr oft nachrüsten mussten, um rollstuhlgerechte Wege zu machen, um die Orientierung für Personen mit Sehbehinderungen zu ermöglichen, für Personen mit auditorischen Einschränkungen etc. Und da sind wir natürlich bei weitem noch nicht, also in den ganz traditionellen physischen Ausprägungen, hundertprozentig flächendeckend, integrativ oder barrierefrei unterwegs. Was ich spannend finde und jetzt überleitend vielleicht zu dem Thema der Organisation der Themen, die uns Wilhelm Flusser für die Ausstellung mitgegeben hat, der Bereich Städte entwerfen und Häuser entwerfen hängt ja zusammen. In der flusserschen Welt sind beides Bereiche des Politischen. Er spricht sozusagen von Zwiebelschichten des Selbst, also von der Stadt, das gebautes Miteinander, kommt zu einem Haus. Und dieses Haus ist aber auch ein Raum, nicht für eine Person, sondern für Menschen, die darin etwas tun. Er spricht da richtig so von Filterwirkungen, also wo Gleichgesinnte irgendwie zusammenkommen. Und in unserer Installation haben Sie auch gesehen, wir haben ja dieses Gitter, das quasi eine Art Zugang und Barriere symbolisiert. Löchriger Zugang im Sinne von, ich bin jetzt bei dem Flusser-Text, dass jede Mauer, die an Innen und Außen abgrenzt, ja auch Löcher haben muss, nämlich Fenster und Türen, so schreibt Flusser logischerweise, sonst kommt man ja nicht rein. Und irgendwo oben drüber ist ein Dach, sonst regnet es rein sozusagen. Aber dieses Gefüge wird immer löchriger, bei ihm sind es Kabel. Wir haben längst natürlich kabellose Durchdringung all dieser Räume und sie werden immer transparenter. Und diese Integration von verschiedenen Personengruppen über telematische Möglichkeiten, wie sie jetzt dargestellt worden sind, ja, hier an einer ganz speziellen Zielgruppe sozusagen, sind eigentlich das generelle Thema dieser Vision, die Flusser verfolgt, bei dem es ja darum geht, dass er aus den Beziehungen der Menschen mittels dieser Technologie sozusagen die Möglichkeiten herauskonkretisiert sehen möchte, die in diesen Beziehungen angelegt sind. Was uns jetzt Ivica Brnica berichten wird, und wir werden dann vielleicht reagieren auch noch darauf, kommt jetzt eher von der architektonischen Seite her, vom Entwerfen von Baukörpern, von körperlichen Bauen sozusagen, aber den Bauen auch für Körper und die Räume, in denen dann Choreografien von Bewegungen stattfinden, die eigentlich die Interaktionen und die Beziehungen lenken. All das findet natürlich selbstverständlich längst voll digitalisiert in der Welt der Datenpunkte statt. Und ich glaube, Ivica Brnica ist schon vorgestellt worden als Architekt. Ja. Dann würde ich jetzt einfach das Wort an den virtuellen Ivica, der in diesem Fall auch ein aufgenommener Ivica ist, also nicht nur örtlich, sondern auch zeitlich asynchron, der aber so wie ich auf Reisen ist im Moment und hoffentlich dann in Echtzeit zu uns stoßen wird, um im Gespräch bei uns zu sein, online selbstverständlich. Dankeschön. Beginnen wir mit dem Vortrag. Häuser entwerfen. Das Lesen von Büchern vor Kaminfeuer ist eine archaische, immer seltener werdende Situation. Meist sitzt man vor den Fernsehkisten, hört Radio oder telefoniert. Das Haus, dessen Verlust man befürchtet, ist bereits verloren. Die Kabel haben mit dem Durch- und Abbruch des Hauses bereits begonnen.
die Kapsel der Identität, die Hülle des Individuums ist bereits durchbrochen. Und in allen Masken sind Löcher. Die Leute befürchten etwas, was bereits stattgefunden hat und womit sie täglich leben. Sie mögen die Verkabelung fürchten, aber ihr Telefon würden sie trotzdem nicht ausschalten wollen. Das Entwerfen von neuen Häusern ist keine leichtfertige, sondern eine schwerfallende Entscheidung. Die gegenwärtige Häuser sind durchbohrte Ruinen, bei denen weder Dach noch Mauer, weder Fenster noch Tür funktionieren. Durch die der Orkan der Intersubjektivität in Stößen hindurchbläst und innerhalb derer niemand vor dem Einbruch der Symbolflut geschützt ist. Haus wird ein Knoten von Kabel sein und miteinander vernetzten Apparate werden diese Kabel manipulieren. Nur dürfen wir dabei nicht an materielle Kabel und Apparate wie Telefon, Radios, TV, TV oder Minitels denken, sondern haben uns das alles eher immateriell oder miniaturisiert vorzustellen. So Wilhelm Flüsser im Buch Vom Subjekt zum Projekt Menschwerdung. Diese Zeilen klingen wie ein Wachrütteln in die Gegenwart. Dargestellt wird die Auflösung des Hauses als Gebinde von Dach und Wänden. Das Dach wird als Abschirmung zum Himmel im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne verstanden. Die Wände kommen als Schalter der Wechselwirkung zur Umgebung und schließlich zu seinen Nächsten hervor. Diese, also Dach und Wände, sind als materieller Ausdruck der genannten Gegenüberstellung zum Himmel, zur Umgebung entstanden. Jeweils auf eigene Weise treten beide als Objekte, die den behausten Menschen gewissermaßen subjektivieren, gegenüber. Subjektivieren bedeutet wortlich unterwerfen. Wegen der von Objekten vermittelte Beziehung zur Umgebung und zum Himmel löst sich der Mensch aus der unmittelbaren Lebenswelt heraus. Dabei stelle der von Husserl verwendete Begriff Lebenswelt das genuine, etwa selbst unbewusste Verhältnis zum Leben. Es handelt sich quasi um den Zustand im Paradiesgarten vor dem Verzehren der Früchte der Erkenntnis und damit herkommende Selbstbewusstwerdung der Menschen, dem Sündenfall. Es wird auch in der Odyssee 2001 von Kubrick mit dem Werfen von Knochen gut dargestellt. Besonders anregend finde ich hier die Geometrie, die hinter den Begriffen Objekt und Subjekt steht, die wohl auch aus der Sprache durchscheint. Architektonisch relevant, man könnte sagen als Auflösung zu Spannungsverhältnis zwischen dem Subjekt und Objekt, kommt der Begriff, der dritte Begriff, nämlich das Projekt, Projekt, im Deutschen Entwurf, Entwurf, das eine besonders innige und exklusive Beziehung zur Architektur hat. Subjekt unterwerfen, Objekt gegenwerfen, Projekt entwerfen. Generell bei der Wortbildung weisen die Koppelungen zwischen der Ortpropositionen zum, hin, im und so weiter und Handlungen eigentlich immer architektonisch interessante Zusammenhänge auf.
Wenn ich allerdings aktuell etwas in der Architektur problematisiere, würde ich eher auf das Entwerfen und erst dann auf das Bauen der Häuser eingehen. Der Entwurf ist das bedeutendste Ausdrucksmittel der Architektur. Es ist die Methode zum Konzipieren der Häuser, nicht etwa das Gebäude selbst. Häuser entwerfen bedeutet also, das Dreigespann Projekt, Subjekt und Objekt zu ausgewogenen Dynamik zu bringen. Ich möchte hier noch einen Schritt weiter gehen und die gegebenen Geometrie umstellen. Wenn der Fokus vom Subjekt zum Objekt oder Subjekt zum Projekt auf die Schnittstelle gelegt wird, resultiert daraus im Zusammenhang spontan ein Raum zwischen den drei. Das erlaubt mir, die Architektur nicht, wie von Flusser intendiert, primär als Objekt zu betrachten, sondern als ein Gefäß. Das ist nämlich das Urtümliche in der Architektur. Ich möchte allerdings damit nicht voreilig Architektur mit dem Chaos, das wir hier als Fallbeispiel verwenden, gleichsetzen. Dazwischen ist nämlich noch eine weitere Strecke. Das Projekt ist also eine Aufladung in der Gegenwart, die ein Potenzial in die Zukunft schleudert. Man muss sich das etwa wie ein im Bogen gespannter Pfeil vorstellen. Im Bogen gespannter Pfeil. Da sind noch alle drei Aspekte beisammen. Subjekt, Objekt und Projekt. Das Drama, die Handlung, staut sich in der Ungewissheit dieser Szene auf. Allerdings, und das möchte ich, darauf möchte ich die Architekturinteressierte besonders aufmerksam machen, in Anbetracht der errungenen Ermesslichkeit, der nachwissenschaftlichen Objektivierbarkeit der Erkenntnisprozesse, schlicht durch die empirische Forschungsmethode, würde in diesem Verhältnis etwa statt einem ungewissen Flug der Fasanen, Verhältnis meint eingespannter Bogen, statt dem Flug der Fasanen unbewusst eine Zielscheibe gesetzt. In der Architektur wird das Entwerfen durch Errechenbarkeit der Ressourcen zum bloßen Planen eingeschränkt. Die Programmierung und Digitalisierung der Planungsmodelle ist besonders und besonders die rasante Steigerung der Auflösung auf allen Ebenen, von dem banalen Rendering bis hin zu Facility-Programmen, so wird das Entwerfen kurzerhand vom Planen einfach überwältigt. Auf den ersten Blick wird dem Entwerfen heute kaum Entfaltungsraum zugestanden. Zumindest wenn man es in einem naiven Vergleich mit den historischen Vorstellungen stellt, beispielsweise mit dem Bauen von den Kathedralen, die bereits durch die lange Bauzeiten das Spannungsfeld aufrechthalten. Im Hinblick darauf wirkt aktuell das Entwerfen als Methode komplett deplatziert. Dennoch benennt man die Entstehungsphase der Architektur immer noch Entwurf, in der Praxis als auch in der Theorie. Wenn aber das Entwerfen auch künftig die Voraussetzung zur Architektur ist, heißt es, hinter der Zielscheibe erneuert den ungewissen Fasanenflug zu erkennen. Das Projektieren, also Entwerfen, hat etwas intrinsisch Prophetisches. Wenn es die Voraussetzung zur Konkretisierung sein sollte,
Das ist auch der bedeutendste Unterschied zwischen der Architektur und der bildenden Kunst. Dort ist die Architektur eher den darstellenden Künsten näher, zum Beispiel der Choreografie, worauf ich später zurückkommen möchte. Können Sie sich vielleicht die Ausführungsplanung etwa als Choreografie der Bewegung auf der Baustelle vorstellen? Bei den bildenden Künsten fällt zeitlich das Kunstwerk und dessen Konkretisierung zusammen. Es lohnt sich hier erneuert auf das Wortstamm der Konkretisierung, cum corere, als zusammenfließen, hinzuweisen. Der architektonische Entwurf zeigt das Werk voraus. Man könnte sagen, sieht das Werk voraus. Und das Bauen demnach strebt einer Prophezeiung nach. Nicht jedes Haus ist Architektur. Das Haus ist die Membrane des Leibes. Wie der Leib nicht mit dem Körper aufhört, so wächst unsere Behausung nicht an der Haut, sondern mit etwas Abstand. So entsteht der architektonische Raum. Der geschaffene Zwischenraum wird zur Reflexion aufgespannt, im wörtlichen, aber auch im übertragenen Sinne. Bestenfalls bildet er den Resonanzkörper des Leibes. Im künftigen Haus sollte es keinesfalls zum subjektivierenden Objekt werden. Die räumliche Membrane des Hauses wird mit den Öffnungen artikuliert. Die Türe zum Hineintreten und Fenster zum Herausschauen. Beide weisen in einem archaischen Verhältnis auf die jeweilige Erkenntnismechanismen. Wilhelm Flusser legt uns allerdings nahe, die neue Öffnungen mit zu berücksichtigen. Ihm schweben vor allem die Geräte wie Fernseher, Radio und Telefon als die neuen Fenster vor. Heute mit dem Internet ist das viel intensiver geraten. Und tatsächlich sind neue Windows nicht an den Wänden, sondern im Haus zerstreut. Wenn Fenster und Türen noch integrale Teile der Architektur sind, was sind die anderen? Ich hatte Spaß daran, sie alle in diesem Kontext aufzuzählen. Fenster, Türen, aber auch Lüftungen, Wasserleitungen, Strom- und Telefondosen und die Funkempfänger. Was herausspringt, ist, dass in den zeitgenössischen Häusern ein besonders ausgeprägter Dualismus sich aufspaltet. Zwischen den Öffnungen, die immer noch, könnte man sagen, den Körper mit einbeziehen und solchen, die ausschließlich geistig zu betreten sind. So betonen die Fenster, Türen, aber auch Lüftungen und Wasserleitungen die materielle Substanz des Hauses, wohingegen Steckdosen, Telefondosen und gar Funkempfänger eine telematische, geistige Verbindung gewidmet sind. Über die Letzteren wird das Haus von Symbolen und körperlosen Spektren, also Geister, überflutet. Das Entwerfen von künftigen Haus hängt im Wesentlichen vom Stellenwert unserer Leibhaftigkeit. Tatsächlich geben die Wände als alleinige Schränke zwischen der Welt und dem Privaten nach. Es reicht auch schon, ohne auf die Medien einzugehen, die Physis der Architektur zwischen den historischen, dickwändigen Bausubstanz und der Skelettbauweise aus Stahlbeton zu beachten. Dennoch verursacht diese mutmaßliche Auflösung
einen Eifer in der Vereinzelung. Häuser und gar ganze Städte werden zu Stallungen des Wohnens. Ihre entwerferische Spannungskraft ist wegen der Individualisierung zersetzt und schwach. Jenseits der Infrastruktur kaum kollektivierbar. Jeder hat sein eigenes Zimmer und in dem Zimmer nebeneinander das Fenster und das Window zur ganzen Welt. Solche bauliche Segregation könnte man als Hyperreaktion vom Immunsystem der Architektur lesen. Das sind keine durchlöcherten Ruinen, sondern betonierte Festungen des Gewöhnlichen. Mit denen werden wir noch länger zu tun haben. Eine Kuriosität, wo die Auflösung des Hauses nicht stattfinden kann, die davon unversehrt blieb, ist der Schlafraum. Dort braucht es immer noch eine Geschlossenheit, sofern man nicht obdachlos ist. Der Mensch bleibt schlafend sehr nahe bei sich selbst. Ohne näher auf die Genese von der materiellen, das heißt objektbezogenen Kultur, man könnte sagen Kultur überhaupt einzugehen, baut Wilhelm Flusser ein Narrativ der Entwicklungsphasen. Von den synthetischen Bildern, des Magischen, über den Text der Gottesgesetze, folgend von den analytischen neuzeitlichen Empirie, bis zur digitalen Kodierung, die sich in der Reihe gegenseitig ablösen und auf die Auflösung der materiellen Substanz der Kultur, aber auch des Hauses hinweisen. Wenn man jedoch aus der Sprache heraus argumentiert, wie Wilhelm Flusser es tut, kann man leicht übersehen, dass Architektur eine autonome Entwicklung aufweist. Obwohl sie mit dem Bild, mit dem Text, mit den Zahlen und schließlich mit dem Code umgeht, ist Architektur weder eine Illustration noch Beschreibung, keine Rechnung und keine Programmierung. Architektur entspringt vielmehr der Gestik, in weiterer Folge dem Ritual. Daher die Nähe zu der genannten darstellenden Kunsten. Deswegen sind Tanzkreise, kreisförmig gestampfte Erde, die ersten räumlichen Überreste der Kultur. Das architektonische Projekt wird zwar mehrfach mediatisch und in der Zeit durch Bild, Wort, Zahl oder Code maßstäblich übertragen, Architektur bleibt jedoch dem erlebbaren Maßstab 1:1 verankert. Und als solche knetet es unmittelbar an der vorher genannten Lebenswelt. Somit breitet sie einen zulänglichen Raum der Möglichkeit aus. Im Fokus wird weder, ihr Fokus wird weder auf Objekt noch auf Subjekt gerichtet, sondern auf die Wechselwirkung. Zu entwerfen ist bereits eine Zukunftsvision. Bloße Antwort auf die Frage, wie wir Zukunft leben wollen, beziehungsweise wie ein Haus in der Zukunft aussehen wird, sterilisiert möglicherweise das Entwerfen als Methode, die Phänomene gerade aus der Ungewissheit zum Vorschein hervorbringt. Das Zukunftshaus sollte nicht mit einem allzu vordergründigen Wunsch nach Neuerung gedacht werden. So wie sich die Architektinnen und Architekten gewohnt sind, Formen abzuleiten. Eine gekünstelte Utopie zerbröselt möglicherweise den Entwurf zu belanglosen Planung. Was man allerdings machen kann, ist die Spannung der Gegenwart
inbrüstig einzuatmen und damit aus der Starre herauszukommen. Entwerfen der Häuser, sofern wir über Architektur reden und nicht über das Bauen als Tätigkeit, verlangt nach einer Schärfung der Möglichkeiten zur Wirklichkeit. Wenn man das Entwerfen als unmittelbare Versunkenheit in die Lebenswelt versteht, ist eine Geworfenheit ins Netz der Intersubjektivitäten geboten. Sich in der Symbolflut zu bewegen, ähnelt mehr dem Navigieren als dem schnellen Rasen auf der Autobahn, wie wir heute tun. Als Architekten in der Praxis geht es mir darum, Kräftelinie zu weben. Ich sehne mich nach einer Innigkeit im Umgang mit den Qualitäten, die die Architektur hervorbringen kann. Um es einfach zu sagen, wenn man in der Freizeit intensive Orte und Räume aufsucht, sollte diese bei der Beteiligung an der Bautätigkeit nicht zur Seite geschoben werden und so belanglose Bedingungen für Architektur mit verursacht werden. Das geht von Investorin bis zum Architekten oder Elektriker. Der Entwurf besteht darin, Ansprüche als Voraussetzung zur Konkretisierung überhaupt auszuformulieren. Als Architekt in der Lehre sehe ich es als Aufgabe, die Voraussetzungen zum Entwerfen im vorher genannten Sinne zu räumen, um die Artikulierung der Verwaltung der Argumente zur Werdung der Architektur zu fördern. Wir werden natürlich künftig starke Argumente brauchen. Es ist wichtig, sich eben nicht in der aktuellen devalvierenden Wucherung der sinnbefreiten Formalitäten zu verlieren, die wie unfassbar schön verpackte, aber obsolete Geschenke wirken. Oft fehlt mir dabei das inflationäre Bild von den raffinierten Orchideen in einem Stapelregal der bekannten Discounter, die für nichts verkauft werden, ein. Aber gerade dann soll man nicht der Nostalgie verfallen und sich überwinden, noch einen Blick drauf zu werfen. Beim Entwerfen der Häuser ist keine befürchtete Auflösung der Architektur im Netzwerk im Gange, sondern die Erkenntnis, dass sie schon immer Teil der Architektur waren, wir aber einen raffinierteren Blick dazu gewonnen haben. Wie etwa der Sprung in der Geschichte vom Lehmziegel zum Backstein mit farbig glasierten Oberflächen. Häuser für die Zukunft, oder besser gesagt, Häuser, die für die Zukunft bereit sind, haben in erster Linie mehr Raum. Sie sind keine Stallungen des Wohnens. Sie haben sowohl Dächer als auch Wände. Ihre Wände tragen, bedeuten aber auch gleichzeitig. Ihre Dächer sprechen mit der Sonne und dem Regen. Ihre Türen, alte und neue, sind der Jubel der Straße. Alle ihre Fenster sind ein Bad in der Welt. Voraussetzung zum Entwerfen ist eine radikale Aufgeschlossenheit zur Gegenwart. Denn die Gegenwart ist mit Sinn aufgeladene Anwesenheit. Das zukünftige Haus lässt das zu. Ebenso wie der Pfeilbogen die Spannung zulässt. Zu entwerfen ist bereits eine Vision.
Vielen Dank und ich freue mich auf die anschließende Diskussion. Hallo Ivica, meine Frage ist, kannst du mich einmal hören? Ich kann dich deutlich hören, auch Umkehrfrage, ob du mich gut hören kannst. Auch gut, soweit so gut. Das ist ein bisschen heute wie bei den Geisterseancen des 19. Jahrhunderts. Man muss immer fragen, dein Bild ist eingefroren, bist du noch da und so weiter. Aber wir sind jetzt geisterhaft, wie du vorher erwähnt hast, aber doch irgendwie im selben Raum. Soweit höre ich gut. Ich sehe auch Publikum. Es ist noch ein schöner Setting, dass man diesen Raum so nutzt, dass man die... Es ist allerdings so, dass du ein bisschen mit Verzögerung hier rüberkommst und auch eingefroren wirkst, auf mich zumindest. Es ist jetzt so, dass ich geschwiegen habe, weil ich nicht sicher war, ob die Übertragung gut ist. Okay. Meinerseits. Okay, aber steigen wir jetzt ein. Also ich glaube, wir haben es geschafft. Wir hören einander, wir sehen einander so halbwegs. Mich siehst du nicht, weil ich bin jetzt quasi in deinem Rücken und schaue auf den Laptop, der diese Übertragung macht. Wir hatten zuvor zu deiner Orientierung eine Präsentation der Grazer Lebenshilfe über die digitalen Unterstützungen, die in ihrer Arbeit zum Einsatz kommen, wenn ich das richtig und ganz kurz zusammenfasse. Und ja, und ich möchte mich sehr herzlich für deinen sehr dichten, sehr bildhaften und sehr stark formulierten Vortrag bedanken, der aber natürlich auf einem hohen Abstraktionsniveau stattgefunden hat. Und um das zu konkretisieren, möchte ich mal fragen, Ivica, wo hast du dich denn hinbegeben, um deinen Vortrag aufzunehmen? Was waren denn das für Räume? Ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus. Ich kannte Wilhelm Flusser, bevor du mich jetzt gefragt hast, etwas über ihn auszusagen, beziehungsweise mich mit diesem spezifischen Text auseinanderzusetzen, sehr oberflächlich. Und das hat mich wirklich wie ein Sog hineingezogen und es hat mir sehr gefallen, diese Gedanken nachzuvollziehen. Und genauso wie Wilhelm Flusser probiert, ja Sprache und materielle Kultur in Einklang zu bringen oder zumindest zu verstehen, habe ich mir Mühe gegeben, meinen Alltag in gewissem Sinne auch in dieser Optik zu sehen. Es haben sich dementsprechend besonders drei Räume ergeben, die ich als stiller Hintergrund verwendet habe für diesen Vortrag. Der erste ist Hörsaal 17 an der Technischen Universität Wien, wo man zu Reparaturarbeiten technische Decke herabgesenkt hat im Zuge der Restaurierungsarbeiten von der Technischen Universität, Renovationsarbeiten. Also ich stand sozusagen in der technischen Decke eines Hörsaals an der Technischen Universität. Also, das ist ein Nichtraum eigentlich, also einer, der sonst verborgen ist oder in dem die Kabel wohnen, aber nicht die Menschen. Ist das richtig? Exakt, wo die Kabel wohnen, also sozusagen Zwischengeschoss für die Kabel und Lüftungen und all andere diese Sachen, die ich dann im Vortrag auch erwähnt habe. Natürlich habe ich jetzt nicht eine Filmproduktion daraus gemacht, aber es war mir wichtig, dass dieser Raum, den wir Architekten sehr gerne in gewissem Sinne, ich kann nicht sagen ignorieren, der ist sehr im Alltagsplanung präsent, weil man sehr häufig mit dem Problemen hat oder beziehungsweise Schwierigkeiten und man muss es immer auf den neuesten Stand bringen und so weiter und so fort. Aber im Endresultat würden wir ihn am liebsten leugnen. Und zweiter kleiner Raum war ein Liftraum, also ein Aufzug, der sehr ungeschickt an den, nach der Renovation vom Kuppelsaal von der TU Wien, einfach an das Gebäude als Glastreppen, also Glaslift angeklebt worden ist. Und dieser Raum hassen alle, ich auch.
aber trotzdem bringt er viel Emotion, weil man diesen Star Trek-Moment hat, weil man ja sozusagen im Außen, außenwendig sich in einem Glaskubus, der entlang des alten TU-Gebäudes gleitet. Also es ist ein insofern bedeutender Raum, weil es viele nutzen auch tatsächlich. Und dritter Raum ist die oberste Etage von Restaurierungsgerüst im Hauptschiff von der Votivkirche. Das heißt, wir stehen unmittelbar, also etwa mehr als 40, also 30, 40, 70 Meter in der Höhe. Ich kann jetzt nicht genaue Zahl sagen, aber ziemlich hoch, weit oben. Und man ist unmittelbar unter den Deckenmalereien von der Votivkirche. Ich habe letztens gemeinsam mit Peter Funke und Simon de Köckelare eine Ausstellung in der Votivkirche, allerdings in eine andere Ortschaft. Und vis-à-vis von dort, wo wir die Ausstellung gemacht haben, war dieses Gerüst zur Restaurierung. Und es hat mich extrem inspiriert, dort zu klettern, bis ich es dann in Anführungsstrichen illegalerweise tatsächlich auf dem Gerüst gemacht habe. Dann war jede Menge Restaurierer dort. Ich habe sie einfach ganz nett begrüßt und mich so eingeschlichen und gesagt, okay, ich würde gern vielleicht das dort drehen und ich werde nicht stören, weil man hört mich über Kopfhörer und ich habe dann dort gesprochen, während sie die ganzen Goldblumen restauriert haben. So. Also das waren die Räume, die drei Räume. Also alles sind Räume, die eigentlich ungewöhnlich sind in der Nutzung, so wie ich das richtig verstehe. Also deine Präsenz ist dort, oder eine menschliche Präsenz ist dort zumindest beim ersten und beim dritten nicht vorgesehen. Ungewöhnlich würde ich nicht sagen, wenn ich jetzt radikal sprachlich verankert bleibe, ein bisschen auch inspiriert von Flusser, würde ich nicht sagen, weil das sind wirklich gewöhnliche Räume, gar gemeine Räume, also im Sinne von gewöhnlichen oder teilweise, also jetzt Decke von der Tierkirche sicher nicht, aber diese Zwischendecke, aber die sind ganz bedeutend für architektonische Wirken. Das sind eben genau diese Surplus des architektonischen Raums jenseits der Membrane, die Raum eindeutig umgrenzt. Also dieser Raum, wenn man es aus diesen Perspektiven sieht, kriegt eine wolkige, dicke Schicht, hört nicht auf ganz einfach. Und das ist genau der Punkt. Diese Räume sind ein Potenzial, die brauchen wir und die machen, wenn man sie ernst nimmt, unsere Architektur und Lebensweise und so weiter möglicherweise reicher. Natürlich haben wir noch nicht vielleicht den richtigsten Umgang damit gefunden, aber wir haben eine Zeit vor uns, wo wir das zunehmend und auch mit Selbstbewusstsein anpacken sollen. Also ich freue mich auf die erste auf den Designer, der es wagt, als tatsächliche Designprodukt zum Beispiel abgehängte Decke zu machen. Ich würde es sehr gern verwenden dann. Ich möchte jetzt auf eine Formulierung, die du mehrfach verwendet hast, auch jetzt gerade wieder einsteigen. Du hast gesagt, Raum, Membran der Körper, Resonanzen des Leibes. Du hast gesagt, das Haus markiert oder setzt den Stellenwert unserer Leibhaftigkeit. Ich setze da deshalb ein, weil jetzt können wir über den Unterschied von Körper und Leib diskutieren, was ich jetzt auslassen möchte, sondern mit Flusser mal beim Körper bleiben. Er hat ja auch ein Kapitel und wir haben das auch in unserer Ausstellung, das heißt Körper entwerfen. Das heißt auch der Körper, unser menschlicher Körper, in dem unser Selbst wohnt, in der Zwiebelschicht sozusagen innerhalb des Hauses noch, nämlich in unserem eigenen Haus, der ist ja plural und auch liquid geworden. Auch den Körper kann man entwerfen und wir tun das heute und wir werden ja vielleicht darüber reden in den nächsten Tagen oder morgen, glaube ich, nicht nur mit Fitness und Diäten und so weiter oder mit Gentechnik und ähnlichen Dingen,
es gibt eben auch eine Pluralität der Leiber in den Möglichkeiten. Wir sind alle unterschiedlich geboren, ja, Körpergrößen, Umfänge, aber auch in unseren Fertigkeiten. Und das möchte ich jetzt eine Brücke machen, sozusagen zu der Präsentation davor. Denn in unserer Gesellschaft ist es ein Thema, abweichend von der Normleiblichkeit, ist sozusagen das Interface, die Zugänglichkeit zu Raum, oft erschwert. Wir haben ja schon das Thema des barrierefreien Bauens vorher angesprochen. Wir haben vorher angesprochen, die Schwierigkeiten der technischen Nutzung, das Geräte aufgezählt für Menschen, die nicht sozusagen mit Normkörpern oder Normgeistigkeit operieren, sondern mit Diversität hier unterwegs sind. Und die fallen eigentlich aus diesen meisten Nutzungsmöglichkeiten, die mainstreamisiert, geplant sind, wie du sagst, heraus. Ja? Jetzt hast du aber von Ungewissheiten gesprochen, von offenen Möglichkeiten. Und ich würde gerne diesen Gedanken irgendwie in Bezug bringen, Pluralität der Leiber sozusagen, auch unvorhersehbare, weil wir ja jetzt massiv eingreifen in diese Dinge, in das Entwerfsdenken und von da ganz konkret auf die Praxis gehen, irgendwie, die wir vorher gehört haben, weil wir immer noch im sehr abstrakten Raum sind, aber im Hier und Jetzt, von dem du sprichst, gibt es ja ganz konkrete Anforderungen, wie das zu funktionieren hat, damit wir überhaupt umgehen können. Oder? Stimme ich zwei Sachen. Ja. Ich glaube nicht, dass man Abstraktion ganz loslösen kann von der Welt. Also ich fühle mich in gewissem Sinne und nicht selten missverstanden, dass jetzt sozusagen diese Gedanken abstrakt sind. Besonders als Architekt springt man ja dauernd von Schraube bis von rostender Schraube bis dann irgendwelchen Konzepten, die dann im engeren Sinne vielleicht abstrakt sind. Die Abstraktion in digitale Welt ist konkret. Und das birgt in sich weite Felder des Pendelns zwischen substanziell physischen, materiellen und sich auflösenden, ohne dass man selber sich abgibt. Man ist ja gleichzeitig, also ich war ja vorher anders wie präsent, als ich es jetzt bin, wo ich spreche. Die Wirkung meiner Gespräche, meiner Gedanken wird ja auch sehr anders sein, weil ich jetzt quasi in einem aktiven Denkenzustand bin, wo ich hingegen probiert habe, sozusagen auf die Sprache auszulagern vorher in dem aufgenommenen Stand. Ich vertrete nicht diese Trennung zwischen Abstrakten und Konkreten. Und das, ich genieße es enorm, sowohl in der Architektur als auch in der Sprache und anderswo auch eine Pendelwirkung dazwischen. Also eine, ich sage es ja oft, dass vielleicht eine Sitzung mit einem Investor, die auf ersten Blick ganz banal sein könnte, weil es darum geht, dass die Excel-Tabelle stimmt und das, wenn man sich 3 Sekunden überlegt, ja, dann kriegt es eine ganz neue Meta-Ebene. Und der Investor wird plötzlich Vertreter von etwas und er spricht etwas und meine Aussage, meine Stellung dazu wird etwas und so weiter und so fort. Freue mich sehr aufs Pendeln oder zumindest verwischen diese Grenze. Was die erste Frage, die du, Peter, gestellt hast und die viel wichtigere in diesem Kontext. Bevor ich sie antworte, würde ich alle einladen, darüber nachzudenken, welchen Stellenwert hat unsere Leiblichkeit grundsätzlich? Weil wenn sie keinen Stellenwert hat, werden wir Gelegenheit kriegen, sich in virtuellen Welten zunehmend entkörpern, also zumindest
Körper zu weite, in weiten, weitgehend zur Seite zu legen, vielleicht eben nicht beim Schlafen. Andererseits, wenn wir sagen, dass das eine Bedeutung, eine Gewichtigkeit hat, müssen wir die neu erringen, weil das ist heutzutage nicht mehr eine Selbstverständlichkeit, weil die Transzendenz ins Digitale oder auch alle anderen Möglichkeiten der Manipulation des Alltags sind schon sehr präsent und sehr intensiv auf allen Ebenen. Also ich will da jetzt nicht ganz große Themen öffnen, aber wir leben in Zeiten, wo Abtreibung, Euthanasie, Genmanipulation, digitale Welt und so weiter. Das sind alle Sachen, die kratzen an eine allzu naheliegende Vorstellung von der Leiblichkeit. Ja. Okay, einmal würden wir postulieren, ich will da gar nicht voreilig eine Antwort geben wollen, ich habe so eine Art intime Sehnsucht nach der Körperhaftigkeit in der Architektur, aber ich würde sie ja nicht, kann ich jetzt als voraussetzen, als es müsse so sein. Aber wenn wir das für wichtig halten, dann gibt es überhaupt die Möglichkeit zur Pluralität, ja? Weil wenn wir sagen, dass die Körperlichkeit in weiterer Folge Leiblichkeit in allen Facetten der Möglichkeiten, die es gibt von verschiedenen Leuten, Menschen, Alterszuständen, Bewegungsqualitäten und so weiter. Ja? Ich will Bewegungsqualitäten, könnte man ja auch Behinderungen nennen, aber man könnte sie auch als Bewegungsqualitäten. Das hat nur dann Bedeutung, wenn wir die Leiblichkeit in schaffen, ihm heute zu postulieren und wichtig zu erringen, und dann lohnt sich dann alles Rest dazu zu folgen. Aber es ist nicht so garantiert oder zumindest ist es nicht so eindeutig. Andererseits, je mehr wir Leiblichkeit zur Seite legen und Nuller und Einser vieles in Code und Nuller und Einser übersetzen, klar sind wir sehr, sehr dem Mainstreaming ausgeliefert, weil das ist dann automatisch eine spontane Statistik, und in der spontanen Statistik kann man ja gleich auch Schlüsse ziehen und dann optimieren, was auch immer das heißt. Ja. Ich habe das jetzt ein bisschen, weil ich auch selber suche, jetzt eine Einstellung dazu, vielleicht ein bisschen so, aber ich glaube, es könnte sein, dass ein paar von Ihnen auch eben resonieren mit manchen Fragestellungen und Punkten diesbezüglich. Ich kann jetzt nicht so steif in eine These mich begeben, will ich auch gar nicht. Ich finde es auch schön, darüber nachzudenken. Ich möchte an dieser Stelle, ich hätte dann noch eine Frage zu den Geistern, von denen du gesprochen hast, und zum Geisterhaus eigentlich, aber die behalte ich jetzt einmal für mich, sondern möchte gerne hier auch das Publikum einladen oder die Teilnehmerinnen, die hier vor Ort sind oder auch online. Da muss ich jetzt, ich habe mich nur hierher vorgesetzt, damit du mein zustimmendes Nicken siehst, weil ich diese Abstraktion, Konkretisierungs-Dichotomie auch nicht teile. Aber als Frage wollte ich sie gestellt haben. Danke für deine Antwort. Aber jetzt möchte ich gerne Sie einladen zu dieser Spannung zwischen gebautem Raum und Leiblichkeit, Körperlichkeit, der durch diesen gebauten Raum geführt wird, mit dem getanzt wird, eine Membran etc. Wir haben diese Bilder gehört. Wie Sie darauf reagieren, oder haben Sie keine Fragen oder Kommentare oder doch? Bitte, brauchen wir ein Mikrofon für die Übertragung oder wie läuft das jetzt? Ja, möchte sich jemand melden? Sonst würde ich nämlich gerne den Vorredner einladen. Es gab nämlich eine interessante Überschneidung bei der Geräteliste. Die Geräteliste, die Sie genannt haben, und die Geräteliste, die Ivica genannt haben, da fand ich einige Überlappungen für die Bedienung sozusagen der Raumelemente. Und ich wollte einfach spontan fragen, wie Sie mit Ihrem Praxiszugang auf diesen Entwurfszugang reagieren. Darf ich? Ja, wo kann ich anfangen? Also
Was ich interessant fand jetzt zuletzt, war so der Zugang zwischen Abstrakten und Konkreten. Gell? Also da haben wir auch natürlich viel mit zu tun, irgendwo, wenn wir am Anfang erzählt haben, was so vielleicht die Vision ist. Ne? Wir haben von Inklusion geredet, also von gesellschaftlicher Teilhabe. Und ich teile das schon, dass das Abstrakte ist ja nichts Weltfremdes, weil die Gedanken, die die Menschen irgendwo haben, kommen ja auch irgendwo her. Also es gibt Einflüsse der Umwelt auf uns. Wir können eigentlich nicht wirklich was erspinnen, was mit der Welt nicht zu tun hat. Und ich sehe da immer so ein bisschen eigentlich ein widersprüchliches Verhältnis, ne, zwischen Abstrakten und dann der praktischen Umsetzung. Und ich glaube, das ist so eine Lebensaufgabe, dass man Widersprüche löst und auf neuer Ebene höher löst. Und ich glaube, da gibt es vielleicht eine Schnittmenge zu den visionären Überlegungen, die sie jetzt aus der Architektur gebracht haben, ne? Die wir halt auf einer anderen Ebene irgendwo dann in der Praxis auch leben, aber tatsächlich auch mit abstrakten Hintergedanken. Ja, ich habe mir aus dem Vortrag von Ivica dazu die Formulierung aufgeschrieben, Ansprüche als Voraussetzung zur Konkretisierung. Und ich denke, der Anspruch kann erhoben werden, dass niemand zurückgelassen werden muss durch bauliche Voraussetzungen, dass Diversität berücksichtigt wird in diesen Strukturen. Und von da geht es zur Konkretisierung. Aber das muss durchdacht werden und entworfen werden. Und da finde ich auch diesen Gegensatz zwischen Entwerfen und Planen, den Ivica aufgemacht hat, sehr bedenkenswert. Denn das Planen kennen wir alle. Das Entwerfen, glaube ich, ist ein wenig in Hintertreffen geraten, wird aber gerade wieder modern, kommt mir vor. Welche Entwurfsgedanken möchte ich nochmal zurückgeben aus Ihrer Praxis? Würden Sie aus der Gegenwart dem Architekten mitgeben? Also ich glaube, dass man wirklich auch mit Architektur viel machen kann. Ne? Das ist so die Erfahrung, die wir dann einfach in dieser großen Wohnsiedlung so gemacht haben. Also es braucht halt wirklich Begegnungsflächen, ne, von Menschen und die müssen eigentlich agil sein, die müssen anpassungsfähig sein für verschiedenste Nutzungsgruppen, die sich auch innerhalb von Zeitfenstern auch wieder verändern können. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel und ich sehe ein bisschen die Architektur als eigentlich die Basis oder eine der Basisformen von dann dem wirklichen Wohnen. Ne? Also ich sag mal, das ist die Spielwiese, die geschaffen wird und spielen müssen dann die Menschen. Und wenn sie dort nicht spielen, passiert dort nichts, aber es können wirklich dadurch auch gute Voraussetzungen geschaffen werden. Und wir haben ja in der Stadt durchaus einfach die Themen, dass auch immer dichter bebaut wird. Und da kann man natürlich jetzt auch gegen sein, aber es ist im Moment Fakt. Und solange das so Fakt ist, muss man natürlich auch schauen, dass man dort ja wirklich auch Begegnungsflächen der Interaktion stattfinden oder realisiert, dass auch wirklich die Menschen nicht nur so anonym von Tür zu Tür leben, sondern auch den Nutzen irgendwo haben, dass wir einfach als biopsychosoziale Wesen Gemeinschaftswesen sind und ja, der soziale Kontakt eigentlich was ganz Wichtiges ist. Ivica, möchtest du darauf reagieren? Ja, Peter, ich sehe nur nicht, wenn du schaust, wo du hinschaust, wenn du mich ansprichst, weil du schaust irgendwo für mich in die Richtung, aber du meinst mich. Ja, natürlich. Ich möchte da sehr in gewissem Sinne provokativ sein. Architektur, die sich explizit mit sozialen Fragen betrifft, hat grundsätzlich was verpasst. Insofern Architektur einfach ausschließlich soziale Frage ist und Tatsache, dass sich Architektur über soziale Frage auseinandersetzt, weil ist das einfach, dass schwer was daneben gegangen ist. Dann natürlich aus der Praxis, ja, diese politisch
und mediatisch hochbejubelte Wortkonstrukte, die man auch zunehmend Wording nennt, werden kurzesterhand in Marketing, zu Marketingszwecke verwendet, vor allem um staatliche Gelder für private Anliegen abzuzwicken. Und alle Beschreibungen zu den Häusern würden genau alles beinhalten, was Sie vorher gesagt haben und sich gewünscht haben. Die hinter der Kulisse findet das einfach nicht statt. Hinter der Kulisse hat man meistens Architekten und Architektinnen, die ihren sozialen Wesen, weil sie, das ist ja ihr Beruf im Prinzip, ja, die artikulieren ja das Leben. Oder die geben dem Leben Hintergrund in Form von materiellen Wänden, Türen, Räumen und so weiter. Das ist Core Business. Und das übersetzt man relativ schnell zu einem Organigramm, und dieses Organigramm behält nur maskenhaft dann diese ganze Anliegen, wird aber total und radikal pervertiert. Das merkt man aber auch nicht. Weil wenn jetzt, sage ich mal so, ein Revisor kommen würde, der sich tatsächlich dann damit beschäftigen würde, ob die Projekte, die sozial angesetzt sind, tatsächlich auch so durchgeführt worden sind, würde relativ schnell eine ziemlich große Diskrepanz merken. Ja, das ist so, was ich auch tagtäglich erlebe. Man lernt damit so umzugehen, dass man das Gute verschweigt, das, was marketingstechnisch wirksam ist, groß schreibt und dann probiert, ja sozusagen in den gegebenen Bedingungen cleverer als das noch in gewissem Sinne zu sein gelingt. Natürlich, Raum, der man dafür hat, ist dann sehr, sehr klein. Das hat vor allem auch damit zu tun, jetzt klingt bei mir nach Gespräch, den wir im Vorfeld gestern geführt haben, im Vorfeld dieser Veranstaltung geführt habe, dieses Grundschalter von Monetisierung oder einfach plötzlich wird alles ins Geld übersetzt, und ab dem Moment, wo es in Geld übersetzt wird, Frage ist es, wie baut man ein alle diese Sachen? Natürlich kann sich Gesetz oder Staat oder sowas leisten, Ausformulierungen zu machen, aber die werden relativ bald umgegangen. Also das ist gnadenlos. Ich glaube, ein Teil der Verantwortung für das obliegt nicht Architekten und auch nicht denjenigen, die investieren, sondern wirklich Architektur in Anspruch zu nehmen und zu leben. Alles Architektur in Anspruch zu nehmen und zu leben. Vieles ist eigentlich gar nicht so belegt, wie man sich so in seinen eigenen Kopf, also zum Beispiel, dass ich jetzt da in der Restaurierungsdecke war, das ist ja nicht beabsichtigt, weder die Decke ist dafür da, noch irgendwie dieses Gerüst, aber manchmal hat man einen Einfall einfach dazwischen zu geraten, und da von diesen Räumen, also jetzt ist das natürlich sehr, sehr metaphorisch und karikatural dargestellt, aber voll diese eroberbare Räume, wenn man es ein bisschen besser schaut, in den Städten, in den Häusern, gibt es viele. Unsere kohäsive Kraft als Gesellschaft ist relativ schwach. Wir haben Diversität artikuliert zur Einstellung. Wenn es darum geht, tatsächlich im Prinzip so zu leben oder das auszuleben, haben wir keine Zeit dafür. Wir haben keine Zeit für ein also es ist komisch, es klingt komisch, vielleicht provoziert es, wir haben keine Zeit für soziales Leben. Oder wieso haben wir diese Zeit nicht? Weil wir sehr viel Zeit ins Geld, in der Arbeit übersetzen müssen. Also Sozialität lebt dort, wo man ja nicht sozusagen in funktionaler Relation zum Alltag steht. Also, und dann noch ein
eckige Klammer in dieser Sache. Wenn man über architektonische Praxis spricht, generell, oder Projektentwicklungspraxis, im Wesentlichen ist es, vor dem Computer zu sitzen und Maus zu klicken. Und dann in Hektik zu einer Besprechung zu gehen, Sachen zu entscheiden, Protokoll davon zu schreiben und da wieder auf den sitzen und auf den Maus zu klicken. Also das ist ja totale romantische Vorstellung, diese Praxis des Bauens. Also vieles wird vor dem Computer erledigt und natürlich dieses vor dem Computer sitzen hat ja per se nicht diese soziale Komponente. Ja? Es hat diese Reibungsmomente nicht. Es hat überhaupt die Zwischentür- und Angelmomente werden möglichst klein gemacht und eliminiert. Die Kastengesellschaft der verschiedenen Gewerke bildet sich sehr stark ab. Und neuerdings gibt es ja noch einmal einen digitalen Modell, das sogenannte Building Information Modeling, der ja noch extrem viel davon wegnimmt. Also diese Reibungsmomente. Also die Diversität heißt einfach, dass man Umgang findet mit etwas anderem. Nicht, dass man es benennt. Egal, was das andere ist. Ja. Danke. Ich möchte fragen, ob Sie sich noch... Ob Sie noch eine Frage an Ivica oder Marc haben, sich in die Diskussion einbringen wollen? Weil dann würde ich jetzt an dieser Stelle, es hat gerade die Glocke geschlagen, schließen. Und zwar, so wie du vorher gerade wieder gesagt hast, dieses in Besitz nehmen. Ich habe mir aufgeschrieben, Entwerfen ist radikale Gegenwart. Und das möchte ich gerne bestärken, radikal, ja, an die Wurzel muss es. Und Gegenwart jetzt, unbedingt. Mit diesen Worten möchte ich schließen. Danke Ivica, danke Marc, danke Ihnen fürs Kommen. Ich glaube, in 3 Tagen ungefähr wird die Produktion unserer Diskussion heute online zur Verfügung stehen. Und vielleicht wollen Sie dann noch darauf reagieren. Vielen herzlichen Dank. Danke. Ich danke auch. Ebenso ein Momentum wie dieser hier ist zu erobern und sich damit zurechtzufinden, dass man so unterschiedliche Präsenzen hat und das ist eine Aufgabe, die man auch spannend machen kann, statt davor zu schrecken. Wer weiß, was es birgt in sich. Also wir tasten uns ran an etwas, was vielleicht noch in so Sand liegt und so. Und dann tasten wir uns daran heran. Und was Besetzen betrifft, ne? Ich mache nur ein ganz einfaches, banales Bild. Wenn 50 Leute sich auf eine Straße setzen und regulären Prozess des Entfernens von der Straße, es kommt Polizei, die bringen die Leute weg, niemand ist aggressiv, aber es ist passiert, die Szene. Schon diese Szene produziert mehr Sozialität, auch weil man von dem Polizistin weggenommen wird. Ja, angenommen, es ist ja nicht zu aggressiv, es ist ja ein Kontakt da. Als zu versuchen, das zu regeln, dass es einfach ohne diese Reibung funktioniert. Und das gehört verwaltet, dass man die soziale Zusammenkünfte sozusagen managt durch diese logistische Stadt, die sehr präsent ist, ja. Vor allem Verkehr natürlich. Und das wäre mein Schlusswort. Es gibt schöne Bilder zu dem Besetzen in dieser Sicht. Das muss ja gar nicht so plakativ sein, dass man etwas besetzt, was jemandem gehört, sondern man besetzt etwas, was schon immer da war, aber nie besetzt gedacht worden ist. Gut, danke noch einmal aus deinem Vortrag. Wir werden starke Argumente brauchen. Ganz richtig. Danke, Peter. Ciao. Schönen Abend. Danke.